Liebe Zuschauer, Charttechniker sehen kein Ende der Aufwärtsbewegung beim Sportartikelhersteller Adidas. Das Anlegermagazin Der Aktionär hat vor kurzem erst das Kursziel auf 100 Euro angehoben. Und auch fundamental sehen Analysten hier Potenzial durch gute geografische Aufstellung und das Produktportfolio. Ob das die DZ-Bank auch so sieht, das möchte ich jetzt Christoph Kraus fragen. Er ist mir von der Börse in Frankfurt zugeschaltet und ist eben von der DZ-Bank. Herr Kraus, hallo, wie sieht es denn bei Adidas mit der geografischen Aufstellung und dem Produktportfolio bei Adidas aus? Ja, Adidas als der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt ist unseres Erachtens sehr gut aufgestellt. Das haben auch die Zahlen für 2012, die vor kurzem berichtet wurden, gezeigt. Ein Rekordumsatz von 14,9 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 6%. Und wenn wir mal auf die Marktanteile schauen, dann ist der Marktanteil für Europa liegt circa bei 40%, der für Kontinentalamerika bei 30% und für Asien ebenfalls bei 30%. Die wichtigsten Märkte für Adidas sind natürlich China und Russland. Hier möchte man in den nächsten Jahren prozentual zweistellig wachsen, dies unter anderem auch durch höhere Margen. Die Kundschaft in diesen beiden Ländern ist bereit, auch tiefer in die Tasche zu greifen für Adidas-Produkte. Und wenn wir auf das Produktportfolio schauen, dann sind wir dort ebenfalls sehr, sehr zufrieden. Die Marke Adidas an sich ist natürlich die wichtigste Marke, gefolgt von Reebok und TaylorMade, also das Golfgeschäft. Und wenn wir bei Adidas bleiben, dann sind da doch zwei Themen in diesem Jahr sehr wichtig. Das ist einmal der neue Running Shoe Boost. Das ist ein leichter Laufschuh, der in diesem Jahr vorgestellt wurde. Und alles, was man bis jetzt sieht, zeichnet sich für diesen Schuh eine Erfolgsstory ab. Und das zweite wichtige Thema ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die Ticketverkäufe und die Trikotverkäufe und auch die Fußballverkäufe beginnen schon in diesem Jahr. Und wie wir wissen, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist unter anderem auch, wird gesponsert von Adidas, genauso wie die spanische, die argentinische und auch die russische. Und wenn wir noch einen kurzen Blick zu TaylorMade, also das Golfgeschäft, wenn wir da einen Blick drauf werfen, dann sehen wir, dass in den letzten Jahren dieses Geschäft auch immer mehr Bedeutung hat, sehr, sehr gut gelaufen ist und im abgelaufenen Jahr 2012 ein Umsatzplus von 20% ansteht. Wenn wir die Fußball-WM nicht gewinnen, dann trübt das halt eben wahrscheinlich in Deutschland enorm die Fußballstimmung auf jeden Fall ein. Wie schaut es denn bei Adidas aus? Was kann denn hier das Potenzial noch eintrüben? Ich denke, das sind zwei Themen zu nennen. Einmal ist Adidas ein rohstoffabhängiges Unternehmen. Sollte der Rohölpreis steigen, also aus Rohöl wird ja Gummi hergestellt und diese werden ja auch für die Schuhe dann auch verwendet. Und sollte also der Rohölpreis steigen, dann steigen natürlich auch die Herstellungskosten für die Schuhe und für anderes. Könnte das eventuell auch den Ertrag etwas schmälern. Und als zweiten Punkt würde ich anführen, die möglichen steigenden Lohnkosten in Asien. Adidas produziert vornehmlich in diesem Gebiet in Asien und sollten eben die Lohnkosten steigen, dann könnte auch das den Gewinn etwas schmälern. 100 Euro Kursziel gibt das Anlegermagazin Der Aktionär raus. Was sagt denn die DZ-Bank dazu? Also zuerst mal ist unser Analyst natürlich zuversichtlich für Adidas, für dieses Unternehmen. Deswegen haben wir diese Aktie und das Unternehmen auch auf unserer Top-Pick-List. Vor kurzem haben wir den fairen Wert nochmal überprüft und sind dazu gekommen oder sehen den fairen Wert bei 83 Euro. Aktuell bei Adidas. Daher natürlich auch unser Anlageurteil ist auf Kaufen. Die 100 Euro also doch noch in weiter Ferne? Durchaus, ja. Also wir sind im Moment zu dem Ergebnis gekommen, dass wir bei 83 Euro den fairen Wert sehen.
Gute Gründe also eigentlich doch, um sich für die Aktie zu entscheiden. Was überzeugt Sie am Zertifikatemarkt? Aktuell überzeugt eigentlich ein Bonuszertifikat, das ich Ihnen heute mal mitgebracht habe. Das ist ein Bonuszertifikat mit dem Cap bei Bonusbetrag bei 82 Euro. Daraus resultiert eine jährliche Rendite von ca. 8%. Die Barriere können wir bei 61 Euro fixieren und rechnet man zwischen dem aktuellen Kurs und der Barriere von 61 Euro dem Puffer, dann kommen wir zum Ergebnis mit 23%. Und das Tolle ist, das Zertifikat wird in 6 Monaten, also im Oktober 2013, schon wieder zurückbezahlt. Und dann hoffentlich eben mit einem Gewinn, beziehungsweise was kann denn hier den Gewinn noch, könnte den Gewinn dann noch schmälern? Bei einem Bonuszertifikat ist natürlich immer das Risiko eines Barrierebruchs. Sollte der Aktienkurs der Adidas also unterhalb der 61 Euro oder die Barriere, die 61 Euro berühren, dann wird der Wert einer Aktie zurückbezahlt. Das ist das größte Risiko eines Bonuszertifikats und dann sollte man natürlich auch immer noch das Emittentenrisiko mit betrachten, in diesem Fall natürlich unseres, der DZ Bank. Also sportliche Ziele für Adidas und wahrscheinlich sind die auch zu erreichen. Ich sage Herr Kraus, vielen Dank erstmal an die Börse in Frankfurt. Gerne. Und liebe Zuschauer, wenn Sie also optimistisch für Adidas gestimmt sind, dann können Sie sich auch am Zertifikatemarkt eben hier engagieren mit dem Produkt. Sie wissen aber das Risiko niemals außer Acht lassen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Produkte am Zertifikatemarkt. Und bis zur nächsten Ausgabe von Zertifikate aktuell sage ich dann erstmal Tschüss.